FFP, SFP, abseits der ersten und zweiten Bildebene, First Focal Plane, Second Focal Plane, hä? Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich wieder mal ein kleines Tutorial bzw. ein kleines Video für euch, wo man ein bisschen was dabei lernen kann. Diejenigen, die es noch nicht wissen, wie ich vor kurzem, bevor ich mich hier eingelesen habe, mögen das sicherlich interessant finden. Für die anderen ist es einfach vielleicht eine schöne Unterhaltung beim Morgenkaffee oder Abendbier. Ich möchte euch heute den Unterschied zwischen FFP und SFP, ausgesprochen auf Englisch First Focal Plane und Second Focal Plane, oder auf Deutsch Absinn der ersten und der zweiten Bildebene erklären. Es geht dabei um das Absehen im Zielfernrohr. Ich habe mir heute für euch was richtig Geiles besorgt. Da gibt es demnächst auch noch ein Review drüber. Aber erstmal heute FFP, SFP. Und zwar habe ich für euch zwei absolut identische Zielfernrohre, die sich nur in einem Punkt unterscheiden. Wir haben Aztec Optics 5,5 bis 25 x 50 Zielfernrohre. Einmal hier das untere, was ihr auch hier außen seht, mit der Absehen zweite Bildebene. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch kennen. Und dann haben wir das gleiche, gut, da ist noch eine Beleuchtung dabei, ein Absehen in der ersten Bildebene. Ja, welches ist jetzt besser eigentlich genau? Oder gibt es überhaupt eins, das besser ist? Ich behaupte mal, das ist reine Geschmackssache. Und zwar kommen wir erstmal auf diesen kleinen, feinen technischen Unterschied. Wie kommt es überhaupt zustande, dass wir ein Absehen in der ersten bzw. zweiten Bildebene haben? Wir haben natürlich irgendwo im Zielfernrohr das kleine Glas drin, wo dieses Absehen eingeätzt ist. Also das ihr kennt, euer Fadenkreuz. Jetzt ist nur lediglich der Punkt, an dem es verbaut ist, der Unterschied, ob das erste oder zweite Bildebene ist. Was wir alle kennen, was ganz normal ist, zweite Bildebene, ich behaupte mal es normal, zweite Bildebene. Wir haben das Absehen, das hier irgendwo im vorderen Bereich verbaut ist, sprich vor der Vergrößerung. Das heißt, ich habe hier das Absehen, hier mein Kreuzchen, und drehe hier dahinter an der Vergrößerung und dann bleibt das Absehen immer gleich von der Größe her. Lediglich die Vergrößerung bzw. den Bildausschnitt, den ihr seht, der zoomt halt einfach näher ran. Bei dem Absehen der ersten Bildebene ist es anders. Und zwar ist zum Beispiel das Absehen hier drin verbaut, euer Fadenkreuz. Und wenn ihr dann hier vorne dran an der Vergrößerung dreht, wird natürlich das Absehen hier auch größer dargestellt. Ich habe das Ganze jetzt mal für euch als Video vorbereitet. Ich habe es technisch mal wieder aufgerüstet. Ich habe mir hier aus den USA für 200 Euro so einen Sideshot bestellt. Da kann man super hier an der Seite das Handy reinpacken und kann dann das filmen, was ich selbst durch das Zielfernrohr sehe. Leider habe ich nur ein Handy, das da dran passt, mit 720p Auflösung. Das heißt, schlagt mich nicht. Die Bildqualität ist in dem Teilbereich kein Full HD. Und ich muss auch unbedingt sofort dazu sagen, das Handy ist 4 oder 5 Jahre alt. Die Qualität der Zielfernrohre ist um ein Vielfaches höher. Uns geht es heute aber einfach darum, die Absehensunterschiede genauer zu erläutern. Also deswegen, optisch könnte man natürlich noch was machen, aber da müsste ich einfach schon wieder meine nächste Kamera kaufen. Das wäre dann mittlerweile die fünfte und da möchte ich noch ein bisschen langsam machen. Also, entschuldigt die Qualität, guckt es euch aber jetzt an. Ich habe jetzt meinen Sideshot auf das Aztec Optics 5,5 bis 25 x 50 Zielfernrohr mit SFP, sprich Absehen in der zweiten Bildebene gemacht. Ich habe das darauf eingerichtet, habe hier ein paar Blüten von dem Kirschbaum des Nachbarn ins Visier genommen. Keine Angst, es ist kein Gewehr drunter. Ich habe wirklich nur das Zielfernrohr mit draußen. Und haben hier eine Entfernung von ca. 12 Metern. Ihr seht jetzt gerade 5,5-fache Vergrößerung. Achtet mal bitte auf das Absehen. Und Entschuldigung, wenn es ein bisschen wackelt. Jetzt gehe ich mal hoch auf zum Beispiel eine, schauen wir mal, 16, na, jetzt haben wir sogar 22-fache Vergrößerung. Ich hoffe, es ist einigermaßen scharf eingestellt.
Und ihr seht jetzt, das Absehen bleibt von der Größe her gleich. Die Blüten sind um einiges näher herangerutscht. Und das Absehen ist, naja, mäßig zu erkennen auf eine größere Entfernung. Jetzt habe ich das Sideshot mit dem Handy auf dem Aztec Optics 5,5 bis 25x50 FFP, sprich First Focal Plane, sprich erste Absehen, erster Bildebene montiert. Ich bin bei einer 5,5-fachen Vergrößerung, habe im Hintergrund wieder die kleinen Blüten des Kirschbaums auf ca. 12-13 Meter Entfernung anvisiert. Ihr seht das Absehen in der Mitte. Und jetzt werde ich einmal ranzoomen. Bitte nicht wundern, dass es leicht wackelt. Und jetzt beobachtet bitte das Absehen, wenn ich von der 5,25-fachen Vergrößerung auf eine 25-fache Vergrößerung rangehe. Es wackelt leicht ein bisschen. Ich versuche das Handy jetzt auch so scharf wie möglich zu stellen. Wie gesagt, die Brillanz des Glases ist einwandfrei. Ist halt nur eine 720p Auflösung. Aber ich denke, das, was wir sehen wollten, habt ihr gesehen. Der Punkt in der Mitte wird um ein Vielfaches größer. Also das heißt, das Absehen wächst mit der Vergrößerung mit. Auf große Distanzen, große Ziele ist es natürlich super. Wenn ihr jetzt ein kleines Streichholz anvisieren wolltet, kann es sein, dass der Punkt in der Mitte das ein bisschen verdeckt. Ja, Wahnsinn, oder? Also für mich war es auch wirklich der erste Kontakt mit FFP. Es war das erste Mal, dass ich ein Zielfernrohr mit Absehen der ersten Bildebene in der Hand hatte. Ich hatte es schon kurz erwähnt, jetzt gerade in dem Video. Ihr habt natürlich den Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, okay, auf 25 Meter muss ich einen dort drüber halten. Dann ist es völlig egal beim FFP, auf welche Vergrößerung ihr stellt, ob auf 5-fach, 10-fach, 20-fach. Ihr müsst immer diesen einen Punkt drüber halten. Bei Absehen der zweiten Bildebene, wie wir es alle kennen, habt ihr natürlich das Problem, dass ihr zum Beispiel bei einer 25-fachen Vergrößerung zwei Punkte drüber halten müsst, aber bei einer 5-fachen Vergrößerung nur einen halben. Also das heißt, ihr müsstet eigentlich jede Entfernung ausschießen. Ich weiß, dass viele HFT- und FT-Schützen, sprich Hunter-Field-Target und Field-Target-Schützen unter meinen Zuschauern sind. Für euch Field-Target-Schützen zum Beispiel macht FFP jetzt keinen großen Vorteil. Ihr werdet hauptsächlich 32, 50-fache Vergrößerung, 24-fach, je nachdem, was der gewohnt seid, schießen. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel dottet und nicht klickt und wisst genau, ihr müsst auf 25 Meter zwei Dots drüber halten und ihr schießt sowieso immer 32-fache Vergrößerung als Beispiel, dann müsst ihr immer diese zwei Dots drüber halten. Wenn ihr auf 10 Meter schießt oder 15 Meter und schießt dann Fleck zum Beispiel oder einen halben Dot drüber, dann wisst ihr auch eben, bei 32-facher Vergrößerung muss ich diesen halben Dot drüber halten. Das heißt, Field-Target-Schützen haben keinen Vorteil dadurch. Tja, dann die Jäger. Ich hoffe, ich konnte ein paar Jäger auch mit diesem Video ansprechen. Da ist das FFP ja schon weiter verbreitet. Es ist auch wohl so, dass es in Europa, sprich Deutschland, SFP, zweite Bildebene, wohl häufiger ist. Und in den USA schießen sie sehr, sehr häufig mit Zielfernrohren der ersten Bildebene. Ja, wenn ihr jetzt die Fragezeichen in den Augen habt, was ihr jetzt kaufen sollt oder was jetzt viel cooler ist, bisher gab es halt hauptsächlich zweite Bildebene, weil die Zielfernrohre der ersten Bildebene viel, viel teurer waren. Aber dadurch, dass jetzt immer feiner geätzt, geritzt werden kann in den Gläsern, werden halt eben auch die Absehen auch bei großer Vergrößerung bei der ersten Bildebene immer feiner. Das hat sich halt jetzt eben geändert. Ja, jetzt wäre es natürlich cool, wenn man einfach mal beide testen könnte. Ich werde es demnächst machen, und zwar habe ich die beiden Zielfernrohre noch ein bisschen da und werde die gegeneinander vergleichen. Also das heißt, welches dann am Schluss für mich das coolere ist, und ich werde es auch beiden einfach mal vorstellen, weil ich da wirklich zwei richtig geile Zielfernrohre mir ausleihen konnte, um eben diese zwei Videos zu machen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einfach mal den Unterschied erklären. Natürlich kann ich euch hier jetzt keine Entscheidung abnehmen. Wie gesagt, in Zukunft werden die FFP auch bestimmt immer interessanter. Es ist einfach eine persönliche Geschmackssache, und ja, das müsste man halt einfach vielleicht auch mal austesten.
Okay, so viel zu meinem Erklärvideo. Ich hoffe, ihr habt meinen Blog abonniert. Da gibt es noch ein paar Bilder dazu. Und da gibt es natürlich auch Gewinnspiele. Da gibt es mehr Informationen als auch nur in den Videos. Und ihr seid auf jeden Fall safe, dass ihr nichts verpasst. Und wenn sie mich irgendwo abschalten auf Facebook, Instagram oder YouTube, der Blog bleibt immer bestehen. Das ist meiner. Und da können wir gemeinsam drüber kommunizieren und unserem Hobby Spaß haben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Garnier.